Willkommen zu Star Citizen. Ich hatte hier so einen kleinen Spezialauftrag erreicht. Ich bin auf Port Olisar und sollte irgendwo von Selene eine Blackbox irgendwie finden und auch hier wieder schön zurückbringen. Es wäre so ein Spezialauftrag, dass nur ich in Frage käme und entsprechend wäre die Bezahlung auch besonders hoch. Ich glaube, wir reden hier von fast 2500 Alpha UEC. Kann man nicht nein sagen, muss man annehmen. Ja, das Ganze ist ein bisschen salty. Jetzt ist ja hier gerade dieses Oktober-Event, dass man eben schön fleißig auch abgeschossen wird. Oh, das macht die Sache jetzt nicht einfacher für einen ganz einfachen Let's Player, da mal eine kleine Mission zu fliegen. Und ich hoffe, dass das jetzt in irgendeiner Form klar geht, dass man mich hier nicht tausendmal abschießt, denn dann kann ich das diesen Monat dann knicken. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber ich habe hier schon ein paar Sachen unternommen und dann bin ich halt weggeballert worden und dann kann ich wieder von vorne anfangen. Ich nehme es jetzt noch nicht übel, nehme ich noch nicht, aber ja, man muss sich da eben halt drauf einstellen. Ne? Es ist nicht mal so eben, ja, für so einen kleinen Spieler, wenn man Handel treibt oder so, ist es halt dann auch schon ein bisschen doof. So, ich hatte gesagt, wir wollen dahin. Hier, Security Career Outpost ist jetzt hier ja auch in der Nähe. Ist jetzt auch nicht so klasse hier. Naja. So, ich schau mal, da unten muss ich hin. Ist da irgendwo was dann in der Nähe? Das wäre jetzt so also meine Hilfe. Sieht nicht so günstig aus, jetzt hier so der Platz, ne? Da hätten wir... Wir könnten jetzt versuchen, hier mal hin abzubrechen auf halbem Wege und dann eine Kurve zu fliegen. Wir werden mal schauen hier. Dass sich das jetzt hier vom Kilometerstand ein bisschen verringert. Abbrechen, 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 abbrechen. Ich breche, ich breche. So, wir haben also die Entfernung, denke ich, halbiert. Ah, kurz der Blick. Was halt so, ne? Da sehen wir zu, dass wir hier noch mal ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Und dann fliegen wir hier einmal um die Kurve. So richtig, was ist nicht in der Nähe? Ja, bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ob das ein Wrack ist oder ob wir sonst irgendwo was bergen sollen. Jedenfalls ein bisschen Spannung ist ja da. Und ich dachte mir so, Sekundäreffekt wäre nochmal das Genießen der neuen Mondoberflächen. Das habe ich mir vorgenommen, dass ich also Missionen auch annehme, die mir dann so ein bisschen zeigen, wie sehen denn die Monde und Planeten jetzt nach dem Rework wieder aus, was hat sich verändert. Und das ist immer ein guter Nebeneffekt, wenn man solche Sachen annimmt, kann man das auch ein bisschen genießen. Ja, Selene sieht schon so ein bisschen typisch nach dem Mond aus, so pickelig, ne?
mit der Einschlagskratern und eben dem typischen Mondgrau. Das ist schon nicht schlecht. So, jetzt müssen wir aber uns auch ein bisschen wieder um die Krümmung kümmern. Ja, hat schon was, ne? Also es wirkt schon irgendwie typisch, hat aber seinen Charme. So, und wieder ändert sich das Biom. Auch die Monde sind nicht alle gleichmäßig langweilig, sondern wir haben hier halt den Übergang von etwas dunkler wieder zu etwas heller, von flacher zu etwas hügeliger. Ihr seht es, hier hinten fängt wieder ein neues Biom an. Ich habe auch das Gefühl, dass auch der Farbton sich jetzt ein bisschen ins Bläuliche verändert. Und das ist schön. Hier hinten haben wir sogar ein bisschen Staub. Und dann sind wir auch schon gleich, denke ich, da, wo wir hin müssen. So, in der Hoffnung, dass uns hier nicht jemand noch wegballert, wir das hier ganz friedlich lösen können. Würde mich jedenfalls freuen. Das sieht richtig genial aus hier wieder. Positionieren wir uns mal leicht hier so. So würde ich mal sagen. Das waren also diese zwei Teile, die hier auseinandergebrochen sind. Was war das jetzt? Och nee, Leute, fangt doch nicht wieder so an. Mensch, da macht man mal eine Mission und dann...
Schade. Eine Mission, die sehr schön aussah. Noch mal eben neu geladen. Ist klar, ne? Jo, man muss ja immer, ne? Zack, hier. Ja, da mag es jetzt nicht. Die geht übrigens auch wieder. Wo sind wir denn jetzt hier? Kann ich hier wieder nach oben? Wird das hier noch mal was? So schade ist das immer. So schade ist das immer. Gut. Okay, ihr hattet ja letztes Mal auch schon angemerkt, warum bist du nicht mit der Kerl geflogen? Habe ich ja gemacht. Aber hast dich dann da drinnen einmal verortet in der Medbay? Ja, warum habe ich das jetzt nicht gemacht? Ich habe mir halt Folgendes in der Theorie jetzt vorgestellt, dass die Monde ja neu gepaintet wurden und man vielleicht solche Sachen dann auch behoben hat. Okay, das hat sich nur anders ergeben. Dann werden wir das jetzt mit der Carrick machen. Wegen einem kleinen Datenschreiber werde ich jetzt meine fette Carrick auspacken. 10:00. Und ja, wird nichts, ne? Und werde mich darin verorten, dass ich, wenn ich denn da durchfalle, sterben sollte, da wieder aufwache. Also das geht dann wohl nicht anders. Es sah gerade so toll aus. Ich weiß nicht, ich fand es gerade sehr stimmig. Ich hätte nämlich noch mal kurz über den Krater geguckt. Oh, das hätte mir jetzt Freude gemacht. Und letztens, als ich hier in Port Olisar runtergelaufen bin, bin ich an der Treppe gestorben, aber das haben sie ja nun behoben. So, Kalk, du musst mir wieder aushelfen hier, ne? Ja, wenn es hart auf hart kommt, dann muss ich die Kalk auspacken. Da bin ich wenigstens auch so ein bisschen geschützt vor Mitspielern, die meinen, sie müssten jetzt auf dem Kill aus sein und noch irgendwelche Trader oder Miner wegsammeln. Das sollen sie hier mal versuchen. So einfach geht das dann auch nicht. Aber ihr seht, ne? Let's Play. Ich sag's ja nur, ist nichts geschönt. Eigentlich hätte ich jetzt hier alles rausschneiden können. Hätte es halt nochmal gemacht. Ist so, ne? Ist wie es ist. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich sie hier nutzen kann. Aber man versucht das Ganze natürlich auch ein bisschen angemessen zu machen. Wenn es jetzt einen Mond weiter ist, dann warum soll ich jetzt hier dicke Geschütze ausfahren? Ja, mach ruhig auf. Doch, ist schon korrekt so. Einmal kurz meine physischen Daten nochmal hinterlegt. Ja, habe ich. Das war so klar, ne? Das kennt ihr sicherlich auch. Das ist so getimt, dass es nicht gehen kann. So, die Schilde sind noch nicht richtig da. Ach ja, was hat er jetzt wieder vergessen? Ich habe wieder vergessen, den richtigen Quantum Drive einzubauen, nachdem ich ja
die Version jetzt hier wieder gewechselt habe, dann ist es wieder so, man muss wieder einiges neu implementieren. Die Saber habe ich auch wieder. Da waren zwei Waffen waren weg. Und ja, die musste ich natürlich wieder ersetzen mit Gimbal Mounts, zwei Stück. Dann habt ihr gesehen, ist meine Castadian wieder da, was sehr schön ist. Und ansonsten habe ich jetzt noch nichts vermisst. Barschaft ist auch erhalten geblieben. Aber ihr seht es jetzt schon hier an der Spool Time. Das ist nicht der richtige Quantum Drive. So, in der Hoffnung, dass es dann da noch hell ist, damit wir das noch genießen können, switche ich hier gleich mal rüber. So, nochmal kurz. Ja, das sind wieder diese 180. Ja, ne, machen wir wieder so. Geschwindigkeit auf und genießen noch mal die schönen Bilder hier. Ja, also das ist ja jetzt hier die Stelle mit diesem Pocken auf dem Mond. Dann haben wir ja nochmal eine kleine Fläche, wo es flacher ist und dieses bräunlich-gräuliche kommt, bis wir dann wieder in das nächste Biom mit dem etwas bergigeren ja übergehen. Und auf der Seite sehen wir dann auch wieder dieses Header, das hatten wir ja schon gesehen. Nochmal gerade gucken, ob ich auf Kurs bin. Man lässt sich ja immer so gerne so ein bisschen ablenken durch die Geschichten hier. Die sind es ja auch durchaus wert. Hat schon was, ne? Jetzt dieses leichte Bläuliche, was jetzt hier so an den Seiten hier so mitkommt. Schon schön. So. Genau, da ist es also. Und da wollen wir dann jetzt mal runtergehen.
So, jetzt sind wir endlich auf Kurs. Ihr seht es an dem kleinen Strichchen hier. Das war wohl für die Gravitation und für die Trägheit der Kerk doch so ein bisschen zu viel. Jetzt ist es aber soweit. Ja, da waren mit der Pisces doch so ein bisschen schneller, auch agiler unterwegs. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt diesen Umweg nehmen. Das hat keinen Sinn. Das ist sonst nur zu frustrierend. Ja, da ist auch unsere Pisces schon in der Anzeige. Und richtig schön neben so einem schönen Krater. Richtig toll. Den wollte ich mir auf alle Fälle nochmal anschauen. Ja, und die Größenverhältnisse, ne? Ihr seht es, das ist immer wieder, ja, wieder erstaunlich. Ja, da jetzt den richtigen Landepunkt zu treffen, wird schwierig, ne? Könnten noch einen Ticken nach vorne. Ja, so soll es halt dann sein. So, jetzt machen wir aber Folgendes. Gib mir meinen Fahrstuhl.
ne? Ich mag die. Ich mag die. Carrick mag ich einfach. Er hat so viele Möglichkeiten. Och nö, sag mal. Beruhig dich doch. Jetzt nicht so toll gelandet, aber dass man dann immer gleich durch sämtliche Dinge durchglitscht, ne? Ich habe mich gerade noch so schön erfreut an den neuen Texturen, an den Bodentexturen. Ja. Das war so ein Wunschtraum, dass die Tür noch unter Strom steht. Carrick. So, du bist doch jetzt hier verortet. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, müsste ich in der Carrick aufwachen. Denn ich wollte doch jetzt hier unbedingt noch mal über den Kraterrand schauen. Das muss ich mir doch geben, wenn ich schon mal hier bin. Wann komme ich wieder hierher, an diesen Punkt? Das muss man doch einfach mitnehmen hier. Leute, guckt mal, da unten ist auch ein Teil abgestürzt. So, das ist jetzt das 16. Musst du da jetzt neu laden, echt jetzt? Ja, guckt, da liegt er, ne? Der unglückliche Pilot. Okay, mit dem 16er werde ich irgendwie nicht so glücklich. Schon besser. Okay. Hat mir jedenfalls Spaß gemacht, hier nochmal rüber zu gucken. Ja, ne? Ja, man hat es ja auch schon mit dieser neuen Origin-Serie ausprobiert. Passt wohl nicht so gut. Ne? Also, das quietscht an allen Ecken und Kanten. Und das macht nur den Lack irgendwie ab, ne? Also, das ist dann nix, ne? Landing complete. Weapons offline.
Na, weißt du was? Wir könnten das auch mit der Pisces zu Ende bringen. Das ist jetzt, ja, ich dachte. Nee, warum nicht, ne? Bringst du der Pisces mal zu Ende? Information an mich selbst, Pontes, unbedingt den Pontes Quantum Drive einbauen. Es ist unnötige Lebenszeit, die man jetzt hier verdaddelt, ne? Hätte ich nicht da drüben landen dürfen, Kenners, muss ich jetzt hier landen? Wie soll ich denn da rüberkommen? Ja, wunderbar. Geht.
Wo bin ich denn hier? Nee. Da will ich doch gar nicht hin. So, haben wir schon Gäste. Wir machen das jetzt hier mal for Science, weil ich gerade Spaß und Freude dran habe. Für die 2000 oder 2500 brauche ich das Ding nicht abgeben. Wir haben schon so viel Spaß in der Folge jetzt hier gehabt, dass ich das jetzt hier auch nochmal ausprobieren werde. Dass wir hier mal den Strut hier wechseln und zwar per EVA. Das sollte doch irgendwie gehen. Ist scheinbar nichts los. Ah, nehmen wir den Eingang hier mal. Ah, da ist doch mal jemand. Das muss was ganz Wertvolles sein, dass wir hier so einen Aufwand betreiben. So, zu Hause. 50 Meter noch. Gut, und nicht in der ersten. Nein, er möchte sie gerne hierhin haben. Dann soll er sie da auch kriegen. So, erfolgreich abgeschlossen. Jetzt noch mein Reward von 250.000. Oh, nur 2.500. Aber immerhin. Also wir haben es jetzt gemacht, um ein bisschen Sightseeing zu betreiben. Und eine kleine Rettungsaktion mit der Carrick ist jetzt auch nicht uninteressant gewesen. Deshalb bedanke ich mich, dass ihr reingeguckt habt, wieder in das kleine Abenteuer, das wir hier hatten. Und wir sehen uns wieder in Star Citizen, wenn ihr mögt.